Sind die eigentlich privat? Weiß ich nicht. Ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann Reloaded mit dem Paul und dem Simon am Bergmann Freitag. Hallo. 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 Was für ein Freitag, holy shit. Ja, ich kann auch nicht ändern, ne? So. Die Hände, Wochenende. Absolut. Das neue Ding ist angekuppelt. Alter, sieht das geil aus. Alter. Man arbeitet sich immer von Wochenende zu Wochenende. Also, ja. Wir haben gestern noch den Axion gekauft, 8,40 hat der Paul gekauft, mit Radgewichten und so weiter. Und dieses wunderschöne Güllefass mit Raupenantrieb und Güllegrubber. Das hat richtig schicke Kombi. Gefällt mir wirklich gut, muss ich ehrlich sagen, ne? Jetzt kommen wir mit Meister ja nicht hinterher, so eine Scheiße. So, warte mal. Da geht doch hinten die Scheibe noch auf, oder? Sehr geil, Alter. Er hat leider kein Dynamic Hoses, das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen. Ich glaube, das ist das Pack, wo kein Dynamic Hose hat. Das ist Güllefass. Also die Schläuche hängen mal richtig motiviert nach unten. Ah, okay. Oh gut, keine Ahnung. Alter, der Glas fährt 53. Gib alles! Ich fahre den jetzt mal eine Folge, aber ich glaube, ich bleib beim Fendt. Kannst du machen. Der hat auch Ketten, die passen zum Güllefass. Oh, das stimmt. Ich habe schon geguckt, man kann vorne da keine Ketten drauf machen. Komisch. Slurry Tank. Geht in den Slurry Tank auch Gärreste rein? Was für ein Slurry Tank? Ja, Güllefass. Warte. Wo siehst du das? Das war eine Frage. Ich guck's einfach nach. Warte. Güllefass. In die Güllefässer gehen überall Gärreste rein, ja? Okay, gut. Nee, weil da auf der Seite steht drauf Slurry Tanker. Ach so. Das heißt der Güllefass, meines Erachtens. Ja, da gehen aber Gärreste rein. Sehr gut. Achso, haben wir Gärreste? Ja, ne? Kannst du an der BGA holen. Weil wir haben ja. Wir haben ja. 50.000 Liter. Wir bekommen ja da gar. Achso, ja, gut. Alles gut. Ja, ich bin doof. Alles gut. Was hast du jetzt selber gesagt? Oh, ich muss mir das gespannt anschauen. Das macht schon einen schönen Eindruck. Doch, ist mega geil. Vor allem eine andere Farbe vom Traktor, ne? Nicht immer dieses Grün, sondern auch mal Grün. War schon fast leuchtet im Dunkeln. Deutz, Fendt, alles grün, ey. Ist nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht. Grün ist eine sehr neutrale Farbe. Ich könnte mir auf dieser Karte kein Xerion vorstellen, zum Beispiel. Weiß nicht, der passt irgendwie nicht, glaube ich. Der ist zu groß. Der ist ein Ticken zu groß, ja, ich glaube auch. Wobei es für den Saddle Truck echt eine geile Grillgruppe-Ausrüstung gibt. Ja, das stimmt wiederum. Aber, ja. Alter, hier läuft's. Alle Maschinen, ne? Kommen wir gleich vorbei, ne? Gucken wir mal das Gedöns da an. Ja. Du kannst jetzt zur BGA springen, da bist du relativ nah dran. Ja, ich muss ihm ja eh Gülle vorbeibringen. Also. Wo ist er denn? Nein? Oh, nettes Teil. Wie viel passt da rein? 21.000. Oh, geht ja noch. Nicht so übertrieben groß. Er rutscht ein bisschen. Der Glas oder das Fass? Der Glas. Oh. Ja, nimmst dein Fett mit Ketten, dann bist du ausgesorgt. Nee, aber wahrscheinlich hinten Radgewichte, vorne Gewichte. Es kann auch sein, dass der... Dass der Anhänger vielleicht ein bisschen überdimensioniert ist für den Glas. Ach was, packt er lässig. Vor allem lässig, weißt du? So, klappt mal aus in so, ich hier. Mach mich auf den Weg zu dir. Alter. Das hat Style. Er klappt aus und klappt aus und klappt aus. Ja, so wie bei der Sämaschine halt auch. Klappt immer noch aus. 4 Minuten Gameplay nur fürs Ausklappen. Warte mal.
Ja. Paul? Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Güllegruber ist. Was? Gla Warum? ich glaube nicht, das sieht nicht aus wie ein Güllegruber. Also, es sieht beim besten Willen nicht aus wie ein Güllegruber. Muss mal gucken. Das ist kein Güllegruber. Was macht er dann? Das ist ein ganz normales Güllefass. Das sind schon 12 Meter. Ja. Oh lol, das ist einfach nur ein Schlitzschlauch. Wow. Dü-dü-düm. Ist ja voll lame. Gibt's denn da noch was anderes für? Leider nicht. Oh, hätten wir uns gleich ein richtiges Güllefass kaufen können. Mann! Doch, es gibt ein Schlitzgerät. Ja, das haben wir. Das haben So. wir. Das heißt nur Schlitzgerät, aber es hat mit Güllegrober nichts zu tun. Da gibt's halt nur Glück 6 Meter, so ein Scheiß. Ja, Voll voll dumm. lame. Wird das dann als gegrubbert angezeigt? Aber wir Nee. könnten uns ja einen großen Gruber holen, wenn wir jetzt Ja, einen das Traktor machen wir haben. jetzt auch so, ganz ehrlich. Ganz Gibt es ehrlich. eine schöne Gruber. Ah doch, es gibt von dem Güllepack gibt's große. Aber die brauchen halt 300 PS. Was gibt's? Von dem Güllepack gibt's den unter der Kategorie Gruber. Gibt's den Federstedt Carrier. Der hat 8 Meter. Kannst du ans Güllefass nachhängen. Theoretisch. Aha. Ist dann halt ein etwas fetteres Gespann, aber. Wie heißt der Carrier XL 825? Genau. Den kannst du doch nicht ans Güllefass hängen, oder? Der ist zum Güllefass hängen, doch. Der gehört zu dem Güllepack. Warte mal. Also den kannst du auch an Traktor hängen, aber normalerweise ist er für das Güllefass. Fit coole Force. Güllefass. Warte mal, muss ich jetzt nochmal nachschauen? Warte, das wäre ziemlich nice eigentlich. 330 PS, alter Schwede, da ist natürlich, Ja, ich sag ja, da brauchst du den Fan. ne? Da brauchst du halt ein bisschen, da brauchst du, geht halt nur der Fan, ne? Also. Die Und Frage welches. ist, ob das an unser Fass geht oder ob wir dann das vom Güllepack auch ein Fass brauchen. Ich guck gerade, welche waren denn die? Das waren die hier, glaube ich. Dann kannst du eins mit Teleskopachse nehmen. Boah, jetzt das richtige Fass dafür finden. Die gehen alle an den Gruber. Normalerweise. Ja, das ist nicht sicher, ne? Das ist gar nicht sicher jetzt gerade. Also der Gruber ist kompatibel mit dem Güllepack. Das heißt, es muss eigentlich jedes Fass reinpassen. Ah, jetzt haben wir gerade ein Güllefass gekauft. Was machen wir mit dem? Verkauf, solange es noch was wert ist. Oder lass es und wir nehmen es für die Wiese her. Ja, und was machen wir mit Mist? Mir ist egal, Zu musst den du wissen im Apfelbäumen Endeffekt. werfen. Da brauchen wir nicht so viel. Ja gut, Mist brauchen wir ja auch am Gemüseplantage hier oben, ne? Ja, 1000 Liter pro Woche oder so. Das ist nicht viel. Es ist schon interessant jetzt, wie das hier funktionieren würde. Also du kannst probieren, ob der Gruber auch an das Güllefass rangeht. Nee, Theoretisch muss das das machbar sein, Güllefass aber. hat ja hinten keine Aufhängung für den Gruber. Dann gucke ich den nochmal. Sauber, Simon! Noch nicht ganz. Die Tonne vorne ist noch ein bisschen dreckig. Boah, das ist ganz schwer zu sagen, ob das daran geht. Ja, wenn du Warum war das der eigentlich Ding so eh kaufen potdreckig? willst, kannst du es ja probieren. Du kannst dann immer noch das Güllefass tauschen. Ja, ich möchte ja nicht 10.000 Mal jetzt hin und her fahren, weißt Du kannst es ja an den Hof liefern lassen. du? Ja, gut. Kauf mal den Grober. Ist es der Vetterstedt? Design. Was ist das Design Vogelstedt Synkult? Warte mal, ich muss gucken. Vogelstedt, das ist doch. Ist das nicht eine Sämaschine? Gute Frage.
Es ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht haben wir dann eine geile Kombi dann, wenn wir das Richtige finden. Was ist überhaupt Vogelstädt? Ja, Vogelstädt ist eine Marke prinzipiell, die man eigentlich auch kennt, aber da ist die Vogelstädt. Ah, Oh. oder? Das sind Aufsätze, das sind das ist Nee. Schleppschlauch oder was? Das sind Schleppschlauch, nee, nicht Schleppschlauch, das sind dieses Gestänge oben dran. Okay, warte, langsam wird ein Schuh draus. Das heißt, dieser, na, warte hier, dieser Vogelstädt. Gruber. Ich kaufe jetzt mal den Gruber. Achso, warte mal, jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das hier. Oh Mann! Weil der Gruber kann ja prinzipiell nicht düngen. Wobei der. Warte mal, ich kaufe den jetzt mal mit dieser Ausstattung. Ich muss das mal jetzt prüfen. Ja, Vogelstädt gibt es als eigene Marke nicht. Doch, Oder habe ich es übersehen? ganz hinten. Nein, das ist Vogelsang. Achso. Habe ich nämlich auch zuerst gedacht. Ich habe nur Vogel gelesen und gedacht, jo, das ist es. So, da muss der Fan wieder dran glauben, doch. Ja. So ein Pech. So ein Pech. Mann, ich mach's halt, ne? Ist ja kein Problem. Achso, ich habe mich zurückgesetzt. Warte. Hast dich zurückgesetzt, was? Ich habe nicht zurückgesetzt. Ach so, nicht. Alter, was ein Kaliber. Achtung. Was kommt jetzt? CP, ja. Alter, was war So. das denn? Das war CP. CP-Kurs. Wow. Wollte nämlich gerade schon fragen, wie geht's dem Drescher Ich eigentlich? habe eine Anzeige bekommen. Was für eine Anzeige? Auch scheiße, von dem Güllepack, ja. Kannst du da was einstellen? Alter, was ist denn das für ein Ding, ey? Ich kann jede Menge einstellen. Gülletextur ein- aus, Ausprägungsmenge reduzieren, Ausprägungsmenge erhöhen. Ich wollte doch Kann, nur. hast du auch Tasten dafür? Ja, Numpad Plus, Numpad Minus. Ich kann damit Okay. nicht fahren, weil Numpad Minus ist meine Aufnahme aus. Ja, dann stellen wir das halt kurz ein da. Das muss aber irgendwo ran, du hast recht. Aber wo? Das ist jetzt die gute Frage. Glaubst du ehrlich, dass das an so ein großes Güllefass dran gehört? Also normalerweise musst du zu dem Güllefass gehören. Ich hatte schon Bock, ne? Soll ich mal kaufen? Aber wenn du 3-Achs-Güllefass brauchst, dann wird der Fendt irgendwann an seine Leistungsgrenze kommen, Ach, ne? das geht schon, das geht schon. Alter, ich Da kaufe brauchst du einen jetzt. Großtraktor. Ich kaufe das jetzt, ne? Wir haben kein Geld mehr für den Noch einen Drescher, ich sag's mal. größeren. Alter! Holy shit. Also das ist wirklich krass. Achtung. Was machst Wow. du jetzt schon wieder, Paul? Irgendwas hat gerade nicht gestimmt. Das geht in die Hose. Ich weiß es doch, das geht so in die Hose. Wir kaufen so viel Schrott, Alter. Ich hol schon mal Gülle. Ja, viel Gülle. Nimm viel Gülle mit. Ich habe ein 30.000 Liter Fass. Habe ich auch. So, wenn das jetzt nicht rangeht, ne? Müsste eigentlich dran gehen. Nein, es geht nicht ran. Warte. Hä, was müsste doch eigentlich passen? Warte, warte, das kann ich jetzt so nicht glauben. Bist doch zu nah rangefahren, ne? Oh, da war, glaube ich, gerade ein Symbol. Warte. Oh. Jawohl. Ich sag doch, es geht. Da hat sogar ein Schlauch oben dran. Oh Gott. Alter. Ja, jetzt mal viel Spaß, ne? Tschüss. Haust so rein. Oh, Alter, was ein langes Gespann. Holy shit. Alter, ist das geil. Vor allem, das wissen die Leute gar nicht. Warte mal. Das habe ich bei Ingo gesehen. Warte, wie war denn das? Hier. Teleskopachse. Aber richtig nice. Soll ich dir mal noch die Ausbringmenge reduzieren? Ich muss mal zuerst testen, ob das viel oder wenig ist, was er eingestellt hat. Das ist extrem viel normalerweise. Wenn du es auf die Ja, niedrigste dann Stufe machen nimmst, wir ist es weniger, im bitte. Standard. Alter, ich muss mal kurz ein Thumbnail machen. So. Warte mal, jetzt haben wir doch hier die Ausbringmenge, oder?
Der hat eine Liftachse. Alter. Ja, ah, wenn wir das Boxer sagen, ne? gut, aber nichtsdestotrotz sind wir erstmal fertig für den Moment. Liebe Leute, es geht heute Mittag weiter, dann werden wir das Geschoss hin auf Zelt bringen und mal gucken, ob das funktioniert. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sind später wieder da. Bis später. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.